Liebe mytischtennis.de User, einen Monat nach den FIDA-Turnieren in den USA geht es auf der WTT-Bühne wieder rund. Gleich zwei Kontinente sind Schauplatz eines Contender-Turniers. Insgesamt 18 Deutsche spielen bis Sonntag im kroatischen Zagreb sowie in Perus Hauptstadt Lima um die Medaillen im Einzel, Doppel und Mixed. Dimitri Ovtcharov wird in Südamerika nach langer Verletzungspause wieder mal ein internationales Turnier bestreiten. Bis zum Start der Hauptrunde am Donnerstag sind Tobias Hippler, Cedric Meissner, Ricardo Walter, Van Bommeng, Annette Kaufmann und Franziska Schreiner in Kroatien zunächst in der Qualifikation gefordert. Rufen Filos, An Ying und Co. sind dagegen gesetzt. Die Parallelveranstaltung in Peru ist zwar etwas kleiner, aber nicht weniger gut besetzt. Alle DTTB-Asse beginnen im Hauptfeld. Neben Ovtcharov und Dan Qiu zählen auch Anton Kellberg und Hugo Calderano bei den Herren zu den größten Titelanwärtern. Nina Mittelham geht bei den Damen von Position 2 aus und damit ebenfalls als Mitfavoritin ins Rennen. Aufgrund der Corona-Pandemie war zuletzt auch im Klickball wenig los. In Fulda steigt am Samstag und Sonntag der 8. deutsche Klickball-Cup. Sandpapierschläger-Experte Alexander Fleming zählt nicht zu den Teilnehmern. Titelverteidiger Genia Melchin, Robert Jahnke und Dwayne Schwarzer sind die größten Siegchancen einzuräumen. Für die deutschen Nachwuchstalente geht es am Wochenende ebenfalls zur Sache. Die Einzelmeister stehen bereits seit Ende April fest. Nun werden die deutschen Mannschaftsmeister in den Altersklassen U15 und U18 getrennt nach Jungen und Mädchen gesucht. Gespielt wird im baden-württembergischen Kenzingen sowie im niedersächsischen Salzhemmendorf. In Montenegro findet von Donnerstag bis Sonntag zudem noch die Europe U13 Challenge statt. Ob mit deutscher Beteiligung, war am Montag noch nicht klar. Wir halten Sie auf mytischtennis.de mit Ansetzungen, Ergebnissen und Berichten natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.